Hallo YouTube, Tyron1992 wieder hier und heute stelle ich euch den Manga zu No Game No Life vor, basierend auf der Serie / Light Novel. Ja, und ich habe den mir damals angeschaut, als ich den Anime geschaut habe. Also Story und Story ist von Yu Kamiya und Art ist von Bashiro Igai und Yu Kimiya und der ist in Englisch rausgekommen bei Seven Seas und ja. Hier haben wir den Manga nochmal von vorne und von hinten. Ja, worum geht es denn in No Game Live? In No Game Live geht es um unsere beiden Hauptcharaktere. Ich suche mal das Bild raus. Das sind einmal hier der Sora und die Shiro. Das sind zwei, das sind Geschwister. Die größten Gamer überhaupt sind also Zocker und Spieler. Also nicht nur online, sondern allgemein sind sie bei sowas sehr gut. Also würde sagen, wieder. Und ja, und die beiden haben dann die Chance, eines Tages, wo sie wieder mal am Online-Zocken sind, kommen sie in eine Fantasy-Welt, in der alles mit Spielen gelöst wird. Und da versuchen sie jetzt die Menschen, die, also da gibt es verschiedene Rassen, also was heißt 16 Stück oder so? Ja, 16 Stück. Und dort versuchen sie halt, die Menschen, die über keinerlei Fähigkeiten oder Kräfte verfügen, mit hochzukommen, denn das ist halt das der Sinn, weil sie am Ende wollen sie Gott herausfordern, der sie ja überhaupt in diese Welt gebracht hat. Ja, also der Manga an sich ist super, die Story gefällt mir sehr gut, dieses, wie sie spielen, ich zeige euch das mal. Sie sind leider Gott, sie sind, was das angeht, also hier sehen wir nochmal den Gott der Welt da, wie er sie in den Computer zieht. Ist nebenbei in Deutschland nicht erschienen. Und ja, jetzt versuchen die beide und halt, wie gesagt, das kleine menschliche Königreich, weil ihr sagt, auch Kriege, alles wird in dieser Welt mit Spielen gelöst. Zum Beispiel hier. Ich suche das mal raus. Ich sag mal, das sind hier die Regeln. Es gibt nämlich auch Regeln in dieser Welt und die letzte Regel ist auch Let's play together and have fun, so also, lasst uns zusammen spielen, lasst uns Spaß haben. War das eine Spiel hier noch gar nicht drin? Ist so lange her, dass ich mal reingeguckt habe. Also und jetzt wollen sie halt, glaub hier genau. Jetzt wollen, und am Ende, genau, hier habe ich ein gutes Beispiel jetzt aber. Das ist die Prinzessin von dem letzten menschlichen Königreich. Ich habe leider Gottes bloß hier jetzt auch ihren Namen vergessen, es tut mir leid. Ziemlich Elisi oder sowas in der Richtung. Ist ja auch jetzt ziemlich egal. Hier ist heute die Stelle, sie spielen Schere, Stein, Papier, er gewinnt. Und in seinem jugendlichen Eifer sagt er das. Und auch sowas passiert dann. Und ja. Später gibt es halt noch, wenn dann endlich mal irgendwann nächstes Jahr der zweite Band rauskommt, denn das schleppt sich hier ganz schön. Kommen halt so Sachen auch, dass sie eine Art. Schach spielen, wo man aber wirklich, wo man sich irgendwie gar nicht, wo man dann rauskommt, man muss sich an die Regeln davon gar nicht halten. Wie gesagt, das finde ich sehr, alles sehr genial gemacht. Also wer ein Anime gesehen hat, wird verstehen, was ich meine. Und ja, kommen wir doch erstmal zu den Zeichnungen. Das ist natürlich wieder Farbseiten. Richtig schöne Farbseiten auch, so aus schönem Fotopapier. Die Zeichnungen, muss man sagen, gefallen mir übrigens sehr gut. Also sehen dem Anime-Vorbild auch sehr ähnlich. Vielleicht fand auch die Zeichnung im Anime schon sehr gut. Hier ist nochmal die Grundgeschichte, wie das mit diesem Baum ausgerechnet. Ey, es gab viele Götter mal, die haben sich bekriegt. Und am Ende ist nur der Spielgott übrig geblieben. Seitdem wird alles in dieser Welt mit Spielen gelöst. Und mit allem meine ich absolut alles. Ah, Stefanie, jetzt haben wir es doch. Hier zum Beispiel,
Es ist auch übrigens alles erlaubt. Man darf zwar nicht schummeln, weil Schummeln ist so lange erlaubt, solange man nicht erwischt wird. Hier zum Beispiel saßen sie mit einem am Tisch und sie brauchten ja Geld, weil wenn man in so einer Welt hockt, haben sie gespielt. Und dann straight flush. Hier steht es sogar. Wie gesagt, aber am Ende haben sie das Geld gewonnen, weil ist nicht rausgekommen, dass sie geschummelt haben. Auf jeden Fall sind die Zeichnungen gut, da will ich auf jeden Fall nichts zu sagen. Okay, was sage ich dazu? Also, wenn ihr Fans von sowas seid, dass dieses etwas, also auf jeden Fall Fantasy, aber auch kombiniert mit Sachen mit modern und mal halt so ein bisschen im Hintergrund drüber nachdenken, so, da würde ich euch No Game Online auf jeden Fall empfehlen. Ist ein super Manga, aber wie gesagt, ist heute nur ein Band erschienen, der zweite erscheint voraussichtlich erst nächstes Jahr. Oh, das ist 2016, also das ist natürlich schon ein bisschen schade. Die Light Novel erscheint übrigens auch in dem Manga, dem hier. Und die haben als kleinen Bonus hinten schon mal eine Leseprobe aus der Novel drin. Hier sind auch nochmal die Charaktere hinten. Und hier ist auch, aber hier war schon Werbung für den zweiten Band. Schade eigentlich. Ja, Werbung für noch einen Manga hinten. Ja, das war meine Vorstellung zu No Game, No Life. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.